So, hallo. Wir spielen, wie angekündigt, im letzten Video, SMW-Video, die Demo von Nydave. Yoho Adventure heißt sie. Und ja, hat, glaube ich, 7 Level. Da ist er, der Dave 2021. Soll eine Art Meme-Hack sein. Was man gleich sagen kann, sein Markenzeichen Mario ohne Mütze ist am Start. Und ich kann, wow, ich kann im Titelscreen spielen. Okay, das war's dann aber auch schon. Aber ich kann im Titelscreen spielen. Ich kann im Titelscreen fliegen. Die Frage ist jetzt, wie komme ich aus dem Titelscreen raus? Ach so. Okay, alles klar. Jetzt wieder Custom Music geraten? Mir fällt's nicht ein. What a strange place this is. Mario can't remember how he got here. And what's the matter with the Reggae Shark? Ja, da müssen wir jetzt diesen Shark wahrscheinlich kennen. Ich kenne ihn nicht. Also keine Ahnung. Oh, okay, kann ich überall hinlaufen? Ah ne, Reggae Sharks Hall. Oh, der Reggae Shark, der wohnt in einer Schultüte und kocht sich gerade was, scheinbar. Ja, das hier ist die Schultüte von innen. Und da irgendwo ist jetzt der Kamin, wo dieser Rauch rauskommt. Das ist, ja. Hi, I'm a Reggae Shark. I'm gonna guide you through this here game. Through this here game. Okay. Why me? Why not? Now go rescue some princess or so. Okay, werden wir tun. Vielleicht, wenn wir in der Demo bis zur Prinzessin kommen. Ich glaub's allerdings nicht, lieber Reggae Shark. Gut, gehen wir Prinzessinnen retten. Und gucken, was Sunset Athletics für uns zu bieten hat. Das ist Pokémon. Glaube ich. Take care of those harmless-looking cloud thingies. They are evil and I don't know why that water is floating. Okay, also wir haben gleich schwebendes Wasser und sollen auf Wolken aufpassen. Ja, diese Wolken. Schon klar. Und das ist das schwebende Wasser. Ja, das ist einfach so. Das ist voll in Ordnung. Noch mehr böse Wolken. So. Noch mehr böse Wolken in allen Formen. Wir haben Buhu. Wow. Oh, was sammeln wir denn da für lustige Ahornblätter ein? Das sind die goldenen Ahornblätter aus Link's Awakening, kennt man die schon. Da sammelt man auch goldene Ahornblätter, um am Ende ins Schloss zu kommen. Das sind genau die. Das sind alles diese goldenen Ahorn. Guck, da ist noch so ein goldenes Ahornblatt. So. Okay. Oh, ey, das ist jetzt doof. Jetzt kriege ich den Pilz nicht mehr. Das habe ich doof gemacht. Ab nach oben. Können wir aber vorstellen, dass wir bald so einen Midway Point bekommen. Ja, aber ja, da ist er schon. Bisher schön, schönes Level, ne? Also wenn wir jetzt mal die ganzen wenn wir das jetzt mal mit Ernsthaftigkeit betrachten, ist es ein sehr schönes Level. Ihr wisst ja, ich bin leicht zufriedenzustellen, deswegen ist die Aussage nicht viel wert. Aber es macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. So, das kann man schon mal sagen. Da komme ich bestimmt runter. Einfach. Okay, da komme ich runter. Da ist auch ein goldenes Ahornblatt. Warum ist meine Tastatur so, so? Was ist das denn? Was machst du? Was ist. Ich habe das goldene Ahornblatt, das fünfte, verpasst. Da oben war's. Ja, ich habe es leider nicht bekommen. Schade. Vielleicht im nächsten Level. Da war ich zu langsam. Habe ich nicht schnell genug reagiert. Ist in Ordnung. Wir haben es gesehen, wo es ist. Das reicht. Ja, schönes Level. Da ist noch ein. Hätte man an das Leben rankommen können? Wahrscheinlich, vielleicht, ja, wenn man untenrum vielleicht hätte gehen können. Könnte sein.
No Woods. I've got no Woods. Oh, ist das jetzt wirklich das Lied? Ja, jetzt ernsthaft, das ist das Lied. Lul. Aua. Oder ist es das Lied? Keine Ahnung, ich denke mal, das läuft auf das hinaus. Aber vielleicht auch nicht. Nein, es ist auf jeden Fall ein cooles... Oha. Ihr kennt doch diese Glasbläser, ne? Die haben so ein Röhrchen und durch dieses Röhrchen blasen sie dann so Gläser auf. Wherever there is a shisha sheep, there will be a few one-ups for you. Enjoy. Und dieses Shisha-Schaf hat gerade diese wunderschöne Glasvase aufgeblasen. Mit diesem Röhrchen. Okay. Wollte ich nur kurz erklärt haben. Dass bevor man das falsch versteht, ne? Das ist ganz eindeutig ein Glasbläserschäfchen. So. Hui. Ich habe das Gefühl, da unten hätte was sein können. Ich habe aber auch das Gefühl, ich sterbe, wenn ich da jetzt runtergehe. Ja. So. Machen wir das doch einfach nochmal. Das hat ja gerade nicht so gut funktioniert. Da oben war nur... Ach ja, da oben war ein Ahornblatt. Und dann... Wie komme ich denn da ein bisschen runter? Ach so. Ah, da ist tatsächlich aber was. Also meine beiden Gefühle waren richtig. Sowohl... Ach, wir haben ja hier auch einen Secret Exit in dem Level. Oh, das führt hundertprozentig zum Secret Exit. Oh Gott, meine Augen. Das ist hell. Oh, das ist böse hell. Oh Gott, aua. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ah ja. Da haben wir auch schon den sekreten Exit gefunden. Zu einem Switch führt er. Wir drücken den Yellow Switch, wenn wir dürfen. Oh, das Lied kenne ich auch, aber woher? Ich kenne das, ich weiß aber nicht, Drücke ich den hier? Ah, das ist ein Dreieck zum Hochladen. Oh, das hätte ich nicht erkannt, Lul. Danke, liebe Münzen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Lied ist, aber ich kenne es. Das war antiklimatisch. Ah, ich kann ihn auch hier schon drücken. Der ist sozusagen, der ist einfach nur für... Der Chuck, auf den ich springen wollte, ist gestorben, als ich durch wollte. Also, als ich drauf wollte. Schade. Das habe ich nicht so gut gemacht. Yay! P-Switch Jumps! Awesome! Wir machen gleich noch einen, weil ich es kann. Oder auch nicht. So, diesmal hier. Schön in Ruhe. Alles, oh, chillig. Alles cool, jetzt sind die Münzen weg. Oh, alle Münzen weg. Halt, ich wollte da oben. Stopp, ich muss zurückspulen. Ich muss, stopp. Hier holen wir uns, da ist nochmal so ein Glasbläserschaf. Das ist, ja. Ah, schade. Den will ich. Den nehme ich mit. Nein. Den nehme ich mit.
Ich hab den Sprung gemacht, ohne es auszulösen. Das geht auch. Das gibt's ja gar nicht. Hä? Schon wieder. Ist das einfacher, als es auszu... Hä? Ja, lol. Sonst löst man doch aus und kriegt den Sprung. Aber ich krieg den Sprung nicht. Ich krieg den Sprung, aber ohne es auszulösen. Ach so. Hä? Ich konnte gerade drüber laufen. Was? Ist der... Also funktioniert der wieder normale? Okay, wir lassen's. Ich wollte rumspielen, aber wir lassen's. Kann man über den normalen auch so drüber laufen? Noch nie wirklich realisiert. Aber gut, ist ja wurscht. So, jetzt hier nochmal durch dieses Level. Hoch zum Glasbläserschaf. Und diesmal oben lang. Und ab hier ist alles neu. Und da ist auch direkt der Midway-Point. Hui! Okay, es muss irgendwo eine Röhre geben, wo wir rein können, wo wir danach ein Ahornblatt bekommen. Da unten vielleicht. Nee. Okay, dann ist die weiter vorne, weil so weit hinten kann ich mit jetzt irgendwie nicht... Ja, hier ist ja schon das andere. Dann ist die da weiter vorne, dann habe ich die schon verpasst. Wie komme ich in diese... Oh, hier vielleicht runter, aber das sieht man halt nicht so gut jetzt. Nee, da ist... Wie komme ich denn da rein? Vielleicht doch weiterhin. Vielleicht doch weiterhin. Ha. Wir werden mal weiterspielen und mal aufpassen, dass wir diese... dass wir diese Röhre finden. Nee, hier oben auch nicht. Können die eigentlich irgendwas da oben machen? Die sind komplett machtlos so, ne? Können eigentlich gar nichts, außer ein bisschen stampfen. Dampfen können sie ganz gut, aber das war's dann auch. Jo, aber wo ist die Röhre, die da hinführt? Die muss ich verpasst haben. Müssen wir gleich nochmal gucken. Kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt erst kommen, weil jetzt hätten wir alle Ahornblätter zusammen. Leider schon wieder ein Level, wo wir nicht alle Ahornblätter haben. Ich setze mal ein State, dass ich ihn gleich zurück kann. Und wir suchen mal schnell die Röhre. Also ich kann mir nur vorstellen, dass man hier runter muss, aber das wäre halt irgendwie so random. Nee, okay, da ist nichts. Wo ist die Röhre dahin? Ach nee! Ja, natürlich. Wenn man den unteren Weg lang geht, anstatt dass man ins Schlüsselloch geht, geht man die Röhre wieder hoch. Ja, okay. Alles klar. Da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Passt. Habe ich verstanden. Ihr hoffentlich auch. So. Das war eine Rutz. Daddy ist hier. Wolltest du Daddy wie Dad schreiben? Wahrscheinlich ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dich nicht so wie ich ständig verschreiben würdest. Dass das wirklich ein Wortwitz sein soll. So, das ist dann wohl Daddy. Some strange people have come here lately. Beware of a group of people calling themselves the Daddies. Okay, alles klar. Ah, die kommen jetzt wahrscheinlich, die Daddies. Ah ja, ach, das sind ja, ja moin. Die Daddies sind Hammerbrüder. Und ich wusste doch, ich habe mir doch gedacht, dass da oben so ein Blatt ist. No. No, Daddy, no. Mit Messern wirkt es übrigens nochmal viel brutaler als mit Hämmern. Wollte ich mal gesagt haben. Finde ich gut.
macht es gleich viel realistischer, dass man dem ausweichen will. Ich meine, dass so ein Hammer einen trifft, ist natürlich auch schmerzhaft. Aber so ein Messer macht nochmal einen ganz anderen Eindruck. Hallo, Glasbläserschaf. Schön, dass du auch hier bist. Na, also so ein... Ja, aua. So ein Messer sieht schon nochmal brutaler aus. Oh, ich kann da bestimmt rein. Wait a moment. Ja, oder auch nicht. Okay. Kann man da unten... Nee, da ist... Na, ich wollte es mal austesten. Da ist nichts weiter. Da ist wieder ein Ahorn. Blauer. Okay. Hier ist safe. Oh Gott, jetzt wird's kritisch. Du hättest mich fast gekillt, mein Freund. Hol ich mir doch erstmal den Pilz hier ab. So. Wir haben bisher nur zwei... Nee, noch zwei Blätter fehlen uns. Mal schauen, ob wir diesmal alle drei zusammen... Alle vier, alle fünf bekommen. Alle fünf zusammen bekommen. Ist hier unten was? Guck mal vorsichtig runter. Guck mal vor... Nee, na toll. jetzt geht's wieder all the way up. Ja, jetzt geht's wieder all the way up. Ah! Ah, come on! Och nö, jetzt auf. Je höher ich komme, umso... Oh nein! Das Schlimme ist, du musst nur kurz den Sprung verhauen und wirst halt wieder um einiges zurückgestoßen. Wie, höher geht's nicht mehr? Oh, das ist jetzt schlecht. Okay, ich komme hier hin. Dann kann ich's resetten. So, nicht resettet. Jetzt muss es aber resettet sein. Ja, okay, ich hab's kaputt gemacht. Ja, das sind die typischen Glitches bei diesen Teils. Das ist normal. Oh, okay, das... das ist ein freches Blatt. Nee. Ja, okay. Oh Gott. Ich wollte den benutzen dafür. Oh Gott, aber wir kriegen wieder nicht alle Blätter. Schade. Die sind uns einfach nicht vergönnt. Oh, ich wollte da auf dem Spinch. Ah! Eieieiei. Ja, moin. Da kam ein frecher Koopa und hat mein Leben beendet. Ach, das ist die Röhre zum Rauskommen. Also, leveltechnisch, wenn ich nichts sage, ne, muss ich jetzt nicht extra sagen, dass das alles echt cool gebaut ist. Also, neide hier wieder vollkommen wunder. Schönes Leveldesign. Ich hoffe, du baust weiter. Ich hoffe, du baust weiter. Wäre wirklich cool. Wüsste gerade gar nicht, wer sonst noch aktuell an irgendwelchen Hacks arbeitet, außer Stevie. Bei Stevie weiß ich's, ne? Der arbeitet an seinem Hack, von dem wir schon mehrere Demos gespielt haben, den er zwischendurch mal wieder umbenannt hat. Hilfe! Insofern, allzu viele fallen mir da spontan nicht ein. Es gibt natürlich noch viele. Es gibt noch so viele Hacks auf SMU Central, die ich noch nicht gespielt habe, die ich mir eigentlich auch mal angucken wollte. Aber man kann halt auch nicht alles gleichzeitig machen. Das ist so, yeah. Aber SMW-Spielen macht einfach immer wieder Spaß. Das kann man gar nicht... Nein, ich krieg's wieder nicht. Das kann man gar nicht oft genug spielen. Ist einfach so. True Story. Ich irgendwo ein Pilz? No. No Pilz for me. Oh Gott.
du machst böse Dinge, mach das bitte nicht. Wo bin ich vorhin gestorben? Ich bin an dem Typen. Ah ja, genau, an dem da. An dir. Du Frechdachs hast mich vorhin gekillt. Ich danke. Sehr gut. Pilztechnisch wird hier nicht gegeizt. Das ist gut. Juhu! Okay, alles klar. Das war das Level. Da bin ich etwas hektisch auf Schluss zu geworden. Das tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt keinen Hörsturz durch mich jetzt erlitten. Habt ihr aber nicht. Jo, das ist ein bisschen kaputt gegangen. Das ist aber völlig normal. Das passiert, wenn man zu viele Vasen Glas geblasen hat. Walk in the Woods. Ah, natürlich. Klassischer Waldmusik von die Mario RPG. Habe ich nie gespielt, aber jeder kennt die Musik. Da wäre ein Ahornblatt gewesen. Jetzt komme ich nicht mehr ran. Ja, schade. Hier werden wir leider auch nicht alle Ahornblätter bekommen. Außer wir sterben jetzt zwischendurch nochmal. Wovon ich eher ausgehe. Ja. Lul. Wovon ich ausgehe und dann kann ich es mir holen. Ja, genau. Time war ab. Richtig. Das war der Grund. Ich war einfach zu langsam. So. Nein, das zeigt es immer an, wenn man stirbt, aber keine Zeit läuft. Ich habe ihn bekommen, den Pilz. Er war stets bemüht. So, jetzt aber hier. Pilz und Ahornblatt. Ahornblatt. Ich hab die wieder nicht, ne? Ich krieg's wieder nicht. Nein, kein Ahornblatt für mich. Oh, ich könnte noch hier den hier machen. Ah, ich habe ihn geschafft, aber das Ahornblatt war trotzdem nicht meins. Na gut. Vielleicht sterbe ich ja wieder. Aber man muss einfach mitsummen bei dem. Da war ein Netz. Da hätte man sich dran festhalten können. Wenn man schnell genug Reflexe hätte. Juhu. So, vielleicht behalten wir diesmal auch den Pilz. Und holen uns das Ahornblatt. Jawohl, alles. Alles diesmal. Pilz behalten, Ahornblatt. Und dann gibt es jetzt eine Blume. Jawohl. Und diesmal werden wir uns auch am Netz festhalten. Hui. Und da ist das nächste Ahornblatt. Ad. Das war schlecht. Und man merkt, nach 23 Minuten ist dann auch einfach meine Konzentration ein bisschen im Eimer. Es ist wie so in einer Schulstunde. Die Schüler können sich gute 15 Minuten gut konzentrieren und dann ist vorbei. Bei Erwachsenen geht es noch ein bisschen länger, die Konzentrationsphase. Bei mir 23 Minuten. Dann ist vorbei. Mann, was tue ich denn hier? So. Da ist Ahornblatt Nummer 3. Aha. Da ist Midway Point. Sehr gut. Da werden wir uns noch gleich mal gönnen. Ah, das hätte ich andersrum machen sollen. Was soll's. Vielleicht schaffen wir jetzt auch wieder ein bisschen geskillter hier zu spielen. Das wäre doch was. Ahornblatt. All the way up. So. Hui. Oh, aua. So. Zack. No.
Come on! Diesmal richtige Reihenfolge. Blume für mich. Woran bin ich gerade gestorben? Ach, ich bin in den... Bin ich in den Abgrund gesehen? Nee, was habe ich gerade gemacht? Das vergessen. Bin in irgendein, ich glaube, ich bin in irgendeinen Abgrund gesegelt. Irgendwie sowas. Aber man merkt echt, wie die Konzentration einfach gerade so richtig den Berg ab... so runter... ne? Man merkt es deutlich. Was war das denn gerade? Oh mein Gott, so. Jetzt sind wir weiter als vorhin. Da waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir auch schon. Wo bin ich gestorben? Ach, ich bin in den Goomba reingelaufen. Ich erinnere mich. Jo, du nicht, mein Freund. Oh, kann man in die Röhre da unten? Ja, hundertprozentig kann man in die Röhre da unten. Natürlich kann man in die Röhre da unten. Da gibt es wieder ein goldenes Ahornblatt. Und dann ist man wieder draußen und geht ins Ziel. Predicted Ziel, ich predicted Ziel. Ja, nice. Da ist Le Ziel. Le Goal. Le Finish. Okay. Die Paranoia Fortress passt ja super zu meinem zu meinem Konzentrationszustand. Reggie Hind. Better think twice before entering that castle. It's over. Can cause hallucinations. Oh, ich liebe dieses Lied und ich weiß wieder nicht, woher es ist. Aber es ist egal, denn ich liebe es einfach. Es ist so gut. Gut, wir werden also das Castle nicht entern. Habe ich beschlossen. Denn wir wollen ja nicht an Halluzinationen leiden. Aua. Wir werden also auf jeden... Lieber sterbe ich, als das Castle zu betreten. So entschlossen bin ich. Hui! So, jetzt mal hier mit Konzentration, Mensch, das gibt's doch nicht. Ich werde es doch noch hinkriegen, hier die letzten Minuten noch concentrated zu spielen. Viel dazu. Hui! Den habe ich abgesäbelt. Du nicht, du auch nicht. So. Ey, wir wollten doch am Castle vorbeigehen. Na, müssen wir wohl doch rein. Schade. Ja, das sind Halluzinationen. Die möchte auch keiner haben. Er spielt einfach Mario Odyssey. Wir spielen jetzt auch Mario Odyssey. Tschüss, Cappy. Okay. Einfach wäre... Oh mein Gott. Will das Ahornblatt da unten eigentlich diesmal gar nicht unbedingt haben. Muss mir trotzdem. Pilz? Yes. Nicer Pilz. Sehr guter Pilz. Noch ein Ahornblatt. Nummer 3. Du. Frag mich, ob es hier einen Custom-Boss geben wird. Oder überhaupt einen... Oh mein Gott! Oder überhaupt einen Boss?
Hilfe! Okay. Kommt ihr hier runter? Nein. Oh Gott, die Stacheln gefallen mir. Nein! Ich habe so schön gespielt. Oh no. Wir müssen von vorne starten. Okay, das ist ein längeres Level. Ich habe so schön gespielt. Da, da, da. Machen wir das anders. So nämlich. Viel einfacher. Wenn man sich mal konzentriert, geht das nämlich auch. Ja, alles. So ein Ding ist das. So, ab hier. Zack, zack, zack. Mist. Okay. Oh no. Ich werde doch hier noch durchkommen. Oh Gott. Der Sprung war ein bisschen zu früh. Hi. Hi. Okay. Da, da, di. Da, di, da, di. Oh, die Pflanze hat sich nicht gespawnt. Finde ich gut. Das war nicht ganz, was ich wollte. So, jetzt konzentriert bleiben. Jetzt konzentriert bleiben. Kein Quatsch hier machen. Wir brauchen diese Shell, um diese hier zu zerstören. Ha! Und schon ist der ganze Teil hier gar kein Problem mehr. Nein! Da bin ich zu bald abgerutscht. So, jetzt Conan gegen seine Konzentration. Come on, you can do it. Jetzt kommt der Typ, genau. Wäre schön, wenn wir einfach mal den Pilz könnten. Dann halt nicht. Jetzt auch dich brauche ich. Du bist mein Weg zum Ziel. Hä? Ich dachte, der schießt nochmal. Nein, ach. Gibt's doch nicht. Oh Mann, wir waren so schön weit in dem Schloss. Wette, das war ganz kurz vor Midway Point. Es war so weit, da muss der Midway Point relativ bald kommen. Daddy, daddy, da, da, da. Immerhin ist Musik gut, wenn ich schon schlecht spiele. Bam, bam, bam. Nein, ich lerne es nicht. Geh noch Game Over. Nee, diesmal nicht. Diesmal behalten wir den Pilz. Diesmal behalten wir den Pilz. Aber sowas von behalten wir den Pilz diesmal. Ich warte hier auch extra, dass hier gar nichts schief gehen kann. So, dieser Pilz.
Das lief nicht ganz wie geplant. Na, was... mach ich denn hier? Come on! Diesmal behalten wir den Pilz. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, so. So nämlich. Mein Pilz. Unser Pilz. Hier russische Nationalhymne ein. Beziehungsweise, Jo, was? Wie man sich die Schwierigkeit erhöht. So. Nein! Bin ich wieder hier. Jetzt bin ich wieder ohne Pilz hier. Ach, komm schon. Ich habe das beim ersten Mal so schön gemacht. Und jetzt schaffe ich es nicht. Okay, jetzt habe ich es wieder geschafft. Jetzt gibt es eh wieder einen Pilz. Gib mir. Und dies müssen wir jetzt diesmal wieder behalten. Und nicht verlieren. Das ist ein Unterschied. Etwas zu behalten. Mist. Woran bin ich vorhin gestorben? Ach, an den Stacheln. Ich erinnere Mist. Ich erinnere mich. Na? Jo, das Level bereitet mir Probleme, obwohl es eigentlich nicht schwierig ist. Ich bin wirklich einfach furchtbar unkonzentriert gerade. Das finde ich nicht so gut. Das merkt man richtig. Das Level ist nie schwierig, aber ich stelle mich an wie der letzte Depp. Ja, wo kommst du denn her? Das war ja frech. Oh oh. So, jetzt ist wieder der Pilz mir. Und diesmal behalten wir den Pilz und werden ihn nicht direkt an der Säge verlieren. So wahr ich hier sitze. Oh, nicht den Kopf stoßen. Ganz gefährliche Stelle, wenn man groß ist. So. Hier werden wir ihn auch nicht verlieren, den Pilz. Sehr gut. Und hier auch nicht. Hier auch nicht. Doch, hier schon. Ah, jetzt kommt wieder die Stachelstelle und da an der habe ich vorhin meinen Pilz verloren. Nein! Kritische Momente. Okay, wir sind hier durch. Jetzt mit Waypoint. Can I please? Ah, yes. Oh Gott, ja. Danke. Huh, Progress. Da, 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 du. Da ist wieder ein Blatt. Das könnte gefährlich werden, das Blatt zu holen, aber es ging gut. Yo, tschüss, Mario. Mario hat sich mit seiner Mütze nach unten begeben. Oh mein Gott. Könnte das erste Level sein, in dem wir alle 5 goldenen Ahornblätter bekommen? Ist das möglich? Dafür dürfen wir jetzt nicht mehr sterben. Sieht gut aus.
Sieht schlecht aus. Wir haben in keinem Level alle 5 Ahornblätter bekommen. Schade. Aber das Level ist cool. Gar keine Frage. Na, das ist echt cool gebaut. Ich stelle mich ja nur doof an. Warum bin ich nicht weitergelaufen? Warum bin ich unter dem so als... Ich glaube, ich habe das falsch eingeschätzt. Ich dachte, der braucht länger, bis er wiederkommt. Aber er kam relativ bald wieder. Weil der hatte richtig Bock. So, wie weit wird das Ahornblatt gewesen? Nein, wir hätten es haben können. Wir hätten alle Ahornblätter gehabt. Schade, schade, schade. Und hier ist der Boss. Boss-Tür! Hier krieg ich noch einen Upgrade-Pilz? Krieg ich den wenigstens? Danke. Wenn ich schon den anderen nicht kriege. So, was kommt jetzt für ein Viech? Oh Gott, nein! Da setze ich ein State. Das geht schief. Ja. 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 Oh Gott, also den Boss-State gönne ich mir. Hier spiele ich nicht jedes Mal hin. So, jetzt weg mit dir und ab dafür. Nein! Nein, da geht er direkt hoch. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Nicht gut. Nein! Wie viel jetzt hat der denn? Nein! Sehr gut. Nein! Nein! Nein, das gibt's doch nicht. Nice. Nice. Bisher kein Pilz verloren. So viel dazu. Nein! Sehr schön. Sehr gut. Naja, fast gut. Ach man, wie mache ich das denn, dass ich dem ausweichen kann? Nein! Sehr gut. So, jetzt. Einmal noch. Und dann nochmal vielleicht. Oh nee, nicht nochmal Feuer. Oh, oh Gott, hör auf. Was jetzt? Jetzt macht er nochmal das hier. Wie oft noch?
Fliegt er jetzt nochmal hoch? Ne, jetzt macht er nochmal Feuer. Jetzt ist er durch. Ja, das ist dann die letzte Phase, immer wenn er sich nochmal dreht. Oi. Das war. Huh. Also da hätte ich nicht immer wieder hinspielen wollen, bin ich ganz ehrlich. Da bin ich ganz froh, dass ich Safe Snits habe. Und zumindest beim Boss einen setzen durfte. Good job. Na, geht so. Das letzte Level habe ich schlecht gespielt. You made it, brother. There is nothing left to do, unless somebody makes new levels. Ja, dann go, Dave. Go. Make new levels. Thank you. Nein, ja, also doch. Ja, natürlich. Danke fürs Zuschauen. Das war die Demo von Yoho Adventure World. Link in der Beschreibung, wenn ihr selber spielen wollt, wenn ihr selber alle 5 Blätter sammeln wollt in jedem Level. Go for it. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.